Zivilcourage bedeutet wörtlich Bürgermut und setzt sich aus den beiden Wörtern zivil, was bürgerlich heißt, und dem französischen Courage, was Mut bedeutet, zusammen. Nachgewiesen wurde der Begriff Zivilcourage erstmals 1835 in Frankreich als Courage civil. Mut des Einzelnen zum eigenen Urteil. Später um 1898 Courage civique, staatsbürgerlicher Mut. Der deutsche Begriff Zivilcourage, der beide umfasst, wird schon 1864 von Otto von Bismarck erwähnt. Beschrieben ist eine Szene, in der Bismarck einen Verwandten vorwarf, ihn in einer Debatte des Preußischen Landtags nicht unterstützt zu haben. Er wird mit den Worten zitiert: Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut, aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt. Bei Zivilcourage denken sicher die meisten an bedrohliche Situationen wie Schlägereien und Belästigungen und so weiter. Das liegt sicher daran, dass solche Fälle besonders spektakulär und oft genug und besonders entsetzlich sind, wenn wieder einmal niemand bereit war zu helfen. Aber Zivilcourage fängt schon viel früher und im Kleinen an. Nämlich immer dann, wenn du etwas nicht gerecht oder falsch findest, du etwas dagegen tun willst und dies vor anderen tun musst, du dabei das Gefühl hast, im Nachteil oder unterlegen zu sein und der Erfolg deines Einsatzes eher unsicher ist und du eher Nachteile als Vorteile zu erwarten hast. Beispiele für weniger ernste Situationen gibt es unzählige. Ein Lehrer benachteiligt einen Mitschüler. Ein Freund von dir wird von der ganzen Gruppe fertig gemacht. Oder du selber wirst schlecht behandelt. Auch in solchen Fällen kannst du etwas tun. Und musst das auch. Auch hier gibt es einige Verhaltensweisen, die empfehlenswert sind. Zum Beispiel: der sichere Blick, eine feste Stimme oder das Formulieren von Ich-Botschaften. Wenn du nicht als Opfer in Frage kommst, sondern als Zeuge, reicht schon manchmal ein lautes Wort oder eine kleine Geste, um den Täter einzuschüchtern und von seinem Vorhaben abzubringen. Wichtig ist auf jeden Fall eine umsichtige Reaktion. Niemand erwartet, dass du deine eigene Gesundheit aufs Spiel setzt, um den Helden zu spielen. Wegsehen oder weglaufen ist aber trotzdem keine Lösung. Suche Mitstreiter und verständige umgehend die Polizei. Achte auf räumliche Distanz zum Täter und spreche das Opfer an. Kommen Sie her zu uns, wir helfen Ihnen. Greife ein und mache klar, dass Gewalt keine Privatangelegenheit ist. Wichtig: duze den Täter nicht, denn sonst könnten umstehende Passanten einen rein persönlichen Konflikt vermuten. Vermeide es auch, den Täter zu provozieren oder sich provozieren zu lassen. Behalte einen kühlen Kopf, denn schließlich geht es um unser aller Sicherheit.
step outside the shrine. Once in a while, then the bright light inside me suddenly stops to shine. I don't oblige, but I reckon it's time to face the truth and pray. The dice have been cast, yet you're wearing a blindfold. Remorse evaporates. Sail away. Sail away. Sail away. I could be crowned or have a noose around my neck. The angels know my name. I could withdraw into a myriad shelters. The odds would stay the same. I don't know how, but I reckon it's time to shake hands with folks.